gedacht. Nordschleife, das ist halt Legende, das ist Wahnsinn, Faszination, das ist eine fahrerisch interessante Strecke. Hockenheim ist Hockenheim. Genauso wie Assen Assen ist. Sehr schön formuliert, ja. Ja, also wer vielleicht mal in Assen war, ich hatte ja mal das Vergnügen, dort beim GT Masters mir die Strecke mal anzuschauen. Es ist schon, ja, beim Motorradrennen ist es mit Sicherheit was anderes, weil da der Event hinzukommt, aber der Strecke geht so ein bisschen der Charakter ab. Während hier mitten in die Dünen reingebaut, richtig schön so die natürliche Topografie ausnutzend, da ist damals von dem Ron Hugenholz, nee, nicht Ron, wie hieß er nochmal an der Stelle? Ich schlag es gerade nach, genau. Hans Hugenholz, genau. Der hat damals eine wunderschöne Strecke entworfen, die allerdings damals schnell, zu schnell geworden ist und dann auch mehrfach entschärft werden musste. Das war noch ein ja, mehr kreisförmiger Kurs, mit Ausnahme dieser Tarzanbucht. Und Teile dieses alten Kurses sind ja im Grunde genommen ja jetzt hier in der neuen aktuellen Variante reaktiviert worden. Wir werden uns das nachher mal ansehen, wenn wir da die ersten Runden oder im Rennen, wenn wir da die ersten Runden durchgehen mit den einzelnen Kurven und was es so mit denen auf sich hat. Ja, wie schaut's aus, Lutz? Wie weit sind Ja, wir sind jetzt soweit durch. Die Jungs sind jetzt alle wieder drauf und wir sollten jetzt auch noch ein paar mehr Autos haben, nämlich 25. Und jetzt werden wir mal schauen, dass das hier auch so rüberkommt. Wir gehen jetzt ins Rennen zum Rennstart. Das heißt erstmal natürlich in die Reconnaissance Lab. Genauso sieht's aus. Dann gibt es die erste Rennrunde, ist unsere Formation Lap. Das heißt, die Formation Lap ist die erste Rennrunde, also die erste Runde unter Grün. Und anschließend der fliegende Start. Hat einfach technische Gründe, muss man ein bisschen dazu erklären. Ansonsten hätten wir hier mit einem stehenden Start, okay, hier würde es vielleicht gehen, aber wir haben auch Strecken dabei, wo ich keinen stehenden Start fahren möchte. Ja, durchaus. Das hatten wir ja letztens in Spa. Da ist es ja selbst beim Genau. fliegenden Start ein bisschen schwierig geworden. Dominik, ich weiß nicht, ob du jetzt im Laufe des Nachmittages auch das Rennen in Sebring verfolgt hast. Wenn du dir solche Felder mit 60 Autos anguckst, sagst du da eher geil, Mensch, da würde ich auch gerne am Start sein, oder sagst du lieber, ja, das gucke ich mir lieber von außerhalb an, wenn es so voll wird? Nein, aber also ich bin da schon gerne natürlich selber mit dabei. Letztes Jahr war es ja sogar der Fall mit diesem Lamborghini-Projekt, das man in den USA da machen wollte. Allerdings war das dann schon beim zweiten Lauf in Long Beach beendet, weil ja, ich sage jetzt mal, den genauen Grund kenne ich jetzt selber eigentlich nicht. Offiziell sagt man, okay, das Auto war nicht konkurrenzfähig, was es ja definitiv nicht war, denn es war mehr ein GT3 als ein GT2. Aber man hätte es doch dahin bringen können, ja. Und es ist schade. Also ich bin vorher noch nie in Amerika gefahren, und Sebring, ja, ist die älteste Strecke, und ja, seitdem ich dort war, absoluter Fan davon. Es ist sehr, sehr speziell, sehr wellig. Aber es ist toll. Ich meine, mit diesen GT-Autos und den LMP-Autos, ähnlich wie in Le Mans oder in anderen Langstreckenmeisterschaften, ist extreme Konzentration gefordert, weil natürlich die Geschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind. Stimmt, das Projekt mit dem Lamborghini, das Team ist mir, ja, West Racing, genau, das hatte ich schon fast wieder verdrängt, dass es sowas hier gegeben hat und dass du ja da letztes Jahr unterwegs warst. Ja gut, ich meine auch, da hätte man mit ein bisschen Connection zur ALMS-Spitze und mit einer entsprechenden Balance of Performance mit Sicherheit das Auto auch nach vorne bringen können. Es wird wohl eher finanziell ein bisschen da gehakt haben, das klang zumindest so durch. Nichtsdestotrotz, Lamborghini, hast du die Connection da noch? Ja gut, ich meine, das GT1-Projekt, das war ja eigentlich, ging ja über Reiter, das waren ja Kundenautos, und also zu Lamborghini selber, auch das Projekt da in Amerika,
Da war nie Lamborghini America wirklich dahinter gestanden. Sonst denke ich, hätte man das auch fortgeführt. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, dass bei so kostspieligen Projekten meistens immer eine Werksunterstützung notwendig ist. Man hat das ja gesehen, dass jetzt auch das Jaguar-Programm ganz spontan halt gekommen ist, nachdem Jaguar selber da also auch den Stecker gezogen hat. RSR Racing ist ja jetzt mit einem LMPC, mit einem Formula Le Mans also unterwegs. Naja, aber die Connection zu Hans Reiter oder zu Kundenteams von Hans Reiter, hast du die noch oder ja, also kriegst du die noch? Mit dem Hans habe ich natürlich eigentlich einen ganz normalen, guten Kontakt. Wir hatten ja die letzten Jahre miteinander zu tun, nicht unbedingt immer direkt, aber ich habe mit ihm auch geredet wegen diesem Jahr, aber alle Projekte, die er macht, erfordern eben auch, ich sag mal, etwas Budget, und bis auf einen Peter Cox, der quasi so sein Werksfahrer oder Stammfahrer der letzten Jahre ist, muss das irgendwie finanziert werden, und da sind wir eben nicht zusammengekommen, aber ich habe einen sehr, nach wie vor sehr guten Kontakt zu ihm. Ja, das ist ja gut. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Kommen wir nicht. Drei Teams hatten Probleme und wir haben jetzt gerade eben restartet und es geht sofort los, so wie diese drei Leute hier wieder drauf sind, und dann gehen wir ins Rennen. Diese 5 Minuten Verzögerung müssen wir uns jetzt gönnen, weil das wäre extrem ärgerlich, weil die gerade das wirklich auch drei Teams sind, die viel trainiert haben. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht tun. Okay, gut, dann haben wir noch 5 Minuten. Ja, war Blancpain-Serie eigentlich für dich dieses Jahr auch ein Thema, Dominik? Ja, wäre für mich auch ein Thema gewesen. Es war nur so, dass meine Planung für 2012 wäre eigentlich, ich sag mal, prinzipiell hätte ich natürlich gern GT1 weitergemacht, aber relativ früh hat sich ja schon, es war ja auch gegen Ende letzten Jahres schon, hat sich abgezeichnet, dass einige Teams Probleme hatten. Es sind gegen Jahresende immer weniger Teams geworden und Autos. Und ich sag mal, wenn nicht mein letztjähriger Teamchef noch ein zweites Team gemacht hätte für die Überseerennen, dann wäre ja da schon Schluss gewesen. Also da hat man schon gesehen, die Serie kränkelt etwas. War's schade anzusehen, aber das war nun mal der Fakt. Und da habe ich mich eben anders dann umgesehen. Und Blancpain-Serie war immer weniger der Kontakt da, weil ich dann eigentlich die Serie zwar als sehr gut betrachte, aber für mich jetzt gab es eben mehr Möglichkeiten im Masters zu fahren. Ja? Mhm. Also die Teams, die jetzt in der Blancpain fahren, zum Beispiel Bartels und zu dem ich ja auch einen ganz guten Kontakt habe, da gab es nicht wirklich eine Möglichkeit, und im GT Masters gab es dann doch eben die ein oder andere Möglichkeit. Aber ich finde, wenn ich eine Möglichkeit gehabt hätte und das eine gute Sache oder ich eine gute Sache da drin gesehen hätte, wäre ich da natürlich gern gefahren. Ja? Also die fahren auf sehr interessanten Strecken auch. Ja, das auf jeden Fall. Was glaubst du, welche Entwicklung wird die Blancpain-Serie sehen, nehmen? Weil ich sehe die eigentlich persönlich selber als legitimer Nachfolger der FIA GT-Serie, und sie wird die EM auf jeden Fall inhalieren oder überflüssig machen. Ja, also ich sehe das eigentlich ähnlich. Ja. Das Problem ist, diese EM-WM-Geschichte, das ist für viele auch, ich sag mal, die jetzt nicht so involviert sind wie wir, nicht wirklich durchschaubar. Wie will ich denn jemandem erklären, was ist der Unterschied zwischen GT1 und GT3, obwohl es eigentlich sowieso jetzt keinen mehr gibt, außer dass die Autos lauter sind. ich denke, man verzettelt sich da ein bisschen selber. Natürlich versucht man das, ich sag mal,
diesen Traum, den man ja gestartet hat oder der Rattel gestartet hat, was ja eigentlich eine gute Sache ist, nur es funktioniert nicht oder es hat nicht funktioniert. Eigentlich hätte man jetzt sagen können, okay, es ist die GT3-Weltmeisterschaft. Ja, es ist eben keine 1 hinter dem GT mehr, aber es sind nun eben keine GT1 mehr. Das muss man nur einfach nur mal so akzeptieren. Und ja, das ist, ich denke schon, dass die Blancpain-Serie da momentan alles richtig macht. Bist du eigentlich dieses Jahr auch an einem Engagement für die Nordschleife dran? Ja, das ist eigentlich war als erstes fixiert und alles, was da jetzt noch dranhängt, das ist eigentlich der hauptsächliche Grund, wieso ich da noch nicht drüber reden kann. Mhm. Ja, also für mich eine hochinteressante Sache und ganz klar das Highlight des Jahres und wo sich eigentlich momentan auch alle drauf konzentrieren und alle Arbeit dran hängen. Mhm. Du bist ja auch eine ganze Zeit lang in Japan gefahren, in der japanischen Super-GT-Meisterschaft. Jetzt weiß ich nicht, hast du damals auch da einen Titel errungen? Ich kann mich da so ganz düster erinnern. Leider nein. Ah. Ich habe einige Siege gehabt, auch auf unterschiedlichen Fabrikaten, aber am nächsten war ich dran in meinem allerersten Jahr auf dem Honda NSX. Da haben wir fast die Meisterschaft gewonnen, sind am Ende nur Vierte geworden, weil es dann ganz eng war, aber wir haben eigentlich das im vorletzten Rennen verloren, als ich aus der ersten Startreihe gestartet bin und in der ersten Ecke schon vorne war, aber ausgangs der Kurve ich hinten eine aufs Eck bekommen habe und das eine Massenkarambolage ausgelöst hatte, war aus meiner Sicht bis heute komplett, ja, einfach unbegreiflich, weil das war der Werks-Honda. Mhm. Und da ist wohl, ja, wie soll ich sagen, wohl ein bisschen das Temperament mit dem Fahrer durchgegangen, weil es, ja, es war einfach absolut unnötig und letztendlich hat Honda nicht die Meisterschaft gewonnen. Das war das Ende vom Lied. Ja. Also mir kam es letztendlich so vor, als wäre ihnen fast lieber gewesen, dass Honda nicht Meister wird, wenn es nicht das Ende ist. Ja. Aber jetzt geht's los, ja. Genau. Wir starten jetzt erst noch die Formation Lab. Also jetzt hier unter Grün, also keine Sorge, das ist noch nicht der Rennstart. Ich habe jetzt nur mal versucht, das Ganze hier so ein bisschen ins Bild zu rücken. Die Ampeln sind zwar richtig, aber Dominik, das hat doch technische Gründe, weswegen wir hier diese, ansonsten müssten wir uns auf das R-Faktor integrierte Safety Car verlassen und das geht gar nicht, glaub mir das. Ja. Okay. Ja, das sieht wieder so aus, als wenn die Jaguar zumindest auch hier trotz reichlich Zusatzgewicht eine gewichtige Rolle im Rennen spielen werden. Einmal durch das Zusatzgewicht, mit dem sie weitere Riefen in den Asphalt in der Dünen reinfräsen werden. Genau, die werden den Sandstaub von der Piste fegen. Ja. Problem ist, was halt wirklich faszinierend ist, ist, dass die mit 70 Kilo immer noch, ich sag mal, unter den Top 3 fahren. Und wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern mit SBI Racing, da war es ja, die haben ja erst mit 100 Kilo sind die das erste Mal nicht auf P1 gefahren. Also ja, sondern nur auf die zweiten Platz, ja. Ja, Dritte sind sie dann geworden, aber trotzdem, das war schon sehr erstaunlich. Und genau dasselbe haben wir dieses Jahr mit Torrent Motorsports. Ja, ich glaube auch, dass die jetzt mit dem Maximal... Ich meine, Holland ist ja das Land der Wohnwagen. Da sollte man das Handicap-Gewicht dann ab dem nächsten Rennen dann ganz anders verteilen können. Genau. Ja, die Wohnwagen haben die ja nur in Deutschland. Also von daher, ich glaube, so haben die gar nicht. Ja, die kommen ja dann nach Deutschland wieder. Nein, Quatsch, nach Österreich, genau. Das nächste Rennen findet ja auf dem virtuellen A1-Ring statt. Für das muss ich mich leider schon mal abmelden, weil da ist dann GT Masters Auftakt. Da werden mich dann mit Dominik mich mal ein bisschen über die richtigen Rennwagen unterhalten können. Genau. Ja, Dominik, wo du in Japan gefahren bist, die Nordschleife, die hat ja auch selbst in Fernost einen gewaltigen Ruf. Hast du das auch irgendwie mitgekriegt? Ja, schon. Ich habe aber so den Eindruck, dass
erst so in den letzten Jahren wirklich, wirklich der Stellenwert noch deutlich gestiegen ist, weil damals, okay, es gab diesen Falken, diesen GTR, aber mittlerweile gibt es ja dieses Projekt da von Lexus und Toyota, das ja eigentlich, naja, es ist kein offizieller Werkseinsatz, aber es wird ja quasi von dem Toyota-Chef persönlich angeschoben und daran sieht man eigentlich schon, wie hoch der Stellenwert da ist mittlerweile. Gut, wir konzentrieren uns jetzt mal ganz kurz auf den Rennstart. Also wenn die Autos jetzt ab und zu mal ein bisschen beiseite springen, Dominik, lass dich davon nicht beirren. Das ist jetzt lediglich der fehlerhaften Übertragung hier auf dem Stream geschuldet. Überhaupt nicht. Also okay. Es geht los jetzt hier. Und ja, Kanitz gibt Gas und hat das auch ganz geschickt gemacht, hat ein paar Meter zwischen sich und Notox gelegt zwischen Ronny Hähnel. So, die erste Kurve, hier ist es immer kritisch. Genau, das schalten ist ja so eine Art Hana. So, das sieht hier aber alles relativ gut aus. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten und schauen mal hier, da ist alles im grünen Bereich. Keiner ist im Kies, alles wunderbar gelaufen. Das wäre auch blöd, wenn beim 500-Kilometer-Rennen das direkt schon in der ersten Runde man sich den Ausfall da gönnt. Genau. Ja, das sind natürlich jetzt hier Sprunghügel, die erinnern so ein bisschen an die letztjährige FIA GT3-Runde in der Slowakei auf dem neuen Slowakia-Ring. Da haben die Autos so ähnlich abgehoben. Da ist nämlich auch so eine wunderschöne Sprungschanze gebaut worden. Gut, nichtsdestotrotz, lustiges Detail am Rande. Ja, stimmt. Du hast eigentlich, Dominik, wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse, immer so ein halbes Dutzend bis fast ein Dutzend japanisch geprägter Teams jetzt mittlerweile in der Nordschleife, auf der Nordschleife am Start. Ist das vielleicht auch ein bisschen ist das wirklich hier den japanischen Einsätzen geschuldet, die dort auch im Fernsehen sehr breit ausgewalzt werden? Oder ist das eventuell noch ein Verdienst von Sony und der PlayStation? Also ich denke, es sind mehrere Faktoren. Mit Sicherheit dieses ET-Spiel hat einen sehr, sehr großen Anteil daran. Da bin ich mit Sicherheit davon überzeugt. Aber auch dadurch, dass das 24-Stunden-Rennen selber ja deutlich größer geworden ist und an Stellenwert gewonnen hat. Wenn wir zurückdenken, vor 10 Jahren, da gab es 2-3 Autos, die bei VLN-Rennen oder beim 24-Stunden-Rennen um den Gesamtsieg gefahren sind, wenn kein Werk dabei war. Das war damals Land, Mantai, vielleicht Zackspeed und noch Alsten Porsche. Ja, das waren 3-4 Autos. Mittlerweile reden wir von fast 15 Autos, die um den Gesamtsieg mitfahren können. Das ist natürlich eine Entwicklung. Dadurch sind viel mehr Teams dabei, die GT3-Autos einsetzen, und es sind auch viel mehr gute Fahrer mittlerweile unterwegs, wohingegen es früher, sag ich mal, 3, 4, 5 gut besetzte Autos waren. So, wir haben jetzt insgesamt 22 Autos am Start. Lutz, das ist okay? Ja, nee, das ist nicht okay, aber ich verstehe es nicht, weil normalerweise sollten da mehr sein. Da sind auch mehr. Es sind 24 Autos auf der Strecke. Die 22 sind jetzt die hier angezeigt werden. Achso, Liste. Das ist ein Problem von dem Live-Plugging, ja, genau. Okay. Und also das war ich jetzt auch erschrocken. Normalerweise zeigt der alle an, aber scheinbar habe ich da irgendwas verstellt. Alles wurscht. Klar. Gut, aber zu deiner Trost, also die ALMS und die FIA WEC haben sich bei der Übertragung der Livestreams jetzt gerade von Sebring auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, also von da. Von genau. Freut sich sehr alles, zu hören. Kannst du das alles ganz entspannt über dich ergehen lassen? So. Naja, also ich glaube mal, da haben wir noch ein paar Vorteile, wenn ich auch gerne ein paar mehr Monitore hier hätte, um mehrere Szenen aus dem Feld zu sehen, nicht immer nur eine, aber egal, das kriegen wir hin. Man braucht nicht die Monitore, man braucht die Leute dazu. Genau. Das ist die Geschichte. Ja, wie sieht es hier vorne im Feld aus? Wir haben wieder den Jaguar von Online Motorsport? Nee, das ist All-Star Racing. Führen jetzt vom Start an, die standen auf Pol und haben jetzt auch schon ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Ronny Hähnel jetzt mit 1,6 Sekunden zurück. Dahinter
nur mit 7/10 dahinter der Rickard Helsen für das Team von Torrent Motorsports. Auf der 4 haben wir das Team von Online Motorsport. Also eigentlich sind die jetzt immer noch in der Reihenfolge, wie sie auch im Qualifying gestanden haben. Da hat es keine größere Verschiebung gegeben. GP Racing mit Thomas Wackerbauer auf der 5, auf der 6. Lass uns mich schnell die Top 10 machen. Die Jungs von X-Factor Racing auf der 7 haben wir das, ja, ist alles wie gehabt, der Julian Siedenbiedel hier für LSF Racer. Auf der 8 haben wir das Team von GTR4U in der Corvette. Und auf der 9 das Team von Quadriga Corse im Z4. Auf der 10 das ist Ostsee Racing hier. Jetzt auf Position 10. Ja gut, das ist ja noch... Wie viele Runden werden wir bei den 500 Kilometern insgesamt absolvieren müssen? 116 Runden, sehe ich gerade. Ja, 116 bei einer Rundendauer von etwa 100 Sekunden. Ja, das ist schon ein bisschen was wir durchstehen müssen. Genau, Knapp unter 3 Stunden dann, ne? Ja, naja, also ich glaube, wenn du das jetzt richtig gerechnet hast, hoffe ich mal, stimmt das. Ich glaube, ich hatte etwas über 3 Stunden aus, aber um die 3 Stunden ist schon richtig. Ja, okay, das war so ungefähr wie beim A1-Ring, da hatten wir ja auch 500 Kilometer. Eine Renndistanz, die in der Vergangenheit, also die halbe 1000 Kilometer Renndistanz, durchaus ein bisschen verbreitet war. Die 500 Kilometer werden übrigens dieses Jahr auch wieder ausgefahren. Es gibt in den Niederlanden eine Winter-Langstreckenmeisterschaft. Schon seit Jahren, die Winter Endurance Championship. Und das ist im Grunde genommen so ein Verein, so ähnlich wie die VLN, wo also auch Porsches antreten, wo aber auch sehr viele Tourenwagen dabei sind. Und die machen über den Winter Rennen in Oschersleben, in Sandfort, in Assen. Und dieses Jahr ist, glaube ich, irgendwann im November wieder ein derartiges Rennen angesagt. Solche Clubrennen-Events, Dominik, ist das auch etwas, wo du irgendwie über irgendwelche Tätigkeiten involviert bist oder bist du nur bei den Profirennen? Ja. Eigentlich eher bei den Profirennen, aber also es ist ja so, als Motorsportler ist man ja immer Motorsportler, auch dann, wenn mal kein Rennen ist, wo man selber eingreift. Also ich schaue auch immer nach Terminen, egal ob das jetzt Bergrennen sind oder andere Rennen, wenn sich's ergibt. Also ich bin dann auch mal gern passiv einfach nur im Fahrerlager unterwegs oder schaue mir das an der Strecke an. Denn ich meine, ich habe mit Kartfahren angefangen und die Atmosphäre ist ja die gleiche, egal auf was für einem Niveau man es betreibt. Und es sind ja nicht nur die Autos auf der Strecke, es ist auch das Ganze drumherum, die Leute, die involviert sind. Und teilweise kennt man natürlich Leute, die das eben nicht auf Profiniveau betreiben. Aber letztendlich geht es um das Gleiche, das Auto schneller zu machen und möglichst zum Schluss ganz oben auf dem Podium zu stehen. Ja. Hier geht's ganz gewaltig noch über die Hügel drüber. Hier ein in Gulf-Farben lackierter Mercedes SLS. Gulf ist ja ein ganz bekannter Sponsor, der schon seit Jahren in Le Mans unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Gulf-lackierte Autos jetzt in Sebring gerade unterwegs waren. Wenn ich das alles zusammenrechne, komme ich auf 2, 4, 5, mindestens 5 Autos. Also das ist schon eine Lackierung, ähnlich wie diese hier, ganz genau. Bekannte, die sich also schon in das Gedächtnis der Motorsportler festgefressen hat. Dort übrigens ganz gut in Sebring der Aston Martin vom Stefan Mücke unterwegs. Das für die das eventuell nicht verfolgt haben, obwohl ich nicht glaube, dass hier jemand ist, der nicht doch am Nachmittag sich den Start angesehen hat. Der neue GTE Aston Martin scheint wohl offensichtlich eine gute Wucht zu sein, also ist bei weitem konkurrenzfähiger als die letztjährigen Modelle, war streckenweise sogar ein bisschen in Führung. Ups, das war, ja, das Lob ist wahrscheinlich zu viel. Genau. Hier ist unser Auto mit unserem Aushilfsfahrer, dem ich an der Stelle nochmal ganz sehr danken will, dem Christoph Weber, unterwegs, weil der Alexander Keller leider heute verhindert ist und nächste Woche dann beziehungsweise beim nächsten Rennen beim VLN-Auftakt ist, wie so manche hier aus dem Feld. Da müssen wir mal sehen, wie viele Teams wir da am Start kriegen. Aber zumindest beim Finale auf der Nordschleife haben wir dann wieder volles Haus. Genau.
Und wir können hier gut beobachten, wie die Gewichte sich bemerkbar machen. Also auch wenn Torrent Motorsports in den Trainings doch schon die ein oder andere Hammerzeit hingelegt hat, aber hier im Rennen haben sie scheinbar deutlichere Probleme, weil der, ja, sie lassen nach vorne ein bisschen abreißen. Ronnie Hennel für Notox ist ja auch mit 50 Kilo unterwegs. Von daher kann er zwar dranbleiben mit seinen 70 Kilo, das kann aber jetzt wirklich an sonst was liegen. Hat jetzt nicht direkt was mit den Gewichten zu tun, bei den beiden, würde ich mal meinen. Und dahinter, der Matthias Leibold für Online Motorsport ist da richtig dicht dran an Torrent Motorsports und das wird richtig spannend. Und vorne Allstar, die ja nur 40 Kilo haben, die machen momentan die Pace hier und haben auch schon gut Vorsprung, nämlich schon über 3 Sekunden auf Notox. 3 Sekunden innerhalb von 6 Runden, da könnte sich nach 106 Sekunden, 116 Runden, naja, gut, okay. Das sag mal, hast du heute irgendwie einen Rechenschieber gefrühstückt oder was? Ja, ich habe Sebring geguckt, da dauert durch Überlegungen. Also ah ja, okay, alles klar. Ja, vielleicht sollte mal irgendein Team zu den 24 Stunden, der da saat, am 24., 23., 24., 6. hier bei uns bei SimRacing.org, vielleicht mal jemand drüber nachdenken, den Harald als Teamchef zu engagieren. Ich sage jetzt nicht, dass du da wieder irgendwo bist, das ist eh klar, aber du kannst ja auch aus der Ferne rechnen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Na, das, da könnte ich sogar ein bisschen frei haben, aber ich glaube, nach Le Mans, Le Mans sind ja jetzt am 12., 13. ist es, glaube ich, 6. Also das ist bis 2 Wochen später. Ich gucke vielleicht mal kurz als Kommentator rein, aber jetzt nicht so als Teamchef da. Da musst du 24 Stunden dabei bleiben, da kannst du nicht weggehen. Nee, lass mal. Nee. Ich verpasse ja leider. Oh, jetzt. Warte. Ich bin hier fast der Meinung, dass es hier in Kürze einen Angriff gibt von Online Motorsport gegen Torrent. Das sind Bilder, wie sie auch der Dominik Schwager bestens kennt, aus der Kampfperspektive. Ja. Es ist bloß immer fraglich, es ist natürlich schöner, wenn man der ist, der vorausfährt. Aber wenn man weiß, dass man mit fast oder wenn man weiß, der hinter einem kann ein Stückchen schneller fahren, ist es natürlich immer eine schwierige Aufgabe, weil man immer versuchen muss, rauszufinden, wo könnte der andere in Angriff starten, und da muss man natürlich möglichst versuchen, natürlich nicht mit unfairen Mitteln, aber etwas Kampflinie zu fahren. Ja. Ja, das wie muss man sich das vorstellen? Ist das so irgendwie so reines irgendwann mal Motorsport-Schach, dass man dann sagt, ich plane jetzt meinen Angriff in mehreren Zügen voraus? Ja, man kann das schon so vergleichen, denke ich. Also es gibt natürlich Sachen, wo man sagt, okay, vielleicht, wenn man den anderen überraschen kann und wenn man sich quasi sicher ist. Oh, jetzt wird's heiß. Ja. Ja. Ach, da gab's wohl einen Kontakt. Der Stream ja. Hakt bei mir jetzt gerade so ein bisschen, aber das. Das liegt an deiner Internetleitung. Du hast da unten einen HD-Button. Wenn du da raufklickst, kannst du auf 360p umstellen und dann wird es flüssiger. Bei dem RRD-Viewer oder wo? Nee, im Stream direkt, im Player-Fenster. Wenn du da mit der Maus rüberfährst, geht ja unten die Navigationsleiste auf. Mhm. Und da steht irgendwo HD. Und da gehst du bitte auf, da klickst du rauf und dann geht so ein kleines Menüchen auf und da klickst du auf 360p. Wir sprechen jetzt vom RRD-Viewer, ja? Nein, vom Player-Fenster, wenn du den Livestream... Achso, du meinst im RRD-Hakt ist. Ja, genau. Hm. Ja, da habe ich 20 FPS momentan, also... Okay, bei mir war es gerade streckenweise ein bisschen zusammengebrochen. Keine Ursache. Jo. Ja, ich hatte den Dominik, glaube ich, da an der Stelle ein bisschen unterbrochen. Es ist also wirklich... Im Grunde genommen, man kann es planen, aber man muss auch spontan sein und sich Chancen... Er fängt die Karre noch ab. Das war ein spontaner Angriff, würde ich mal sagen, der ein bisschen daneben ging. Da hat er das Auto überbremst, definitiv. Und dafür hat er jetzt hinter sich richtig schön dicht dran den Thomas Wackerbauer. Ja, der wird sich natürlich auch das nicht zweimal sagen lassen. Ja, so schnell kann sich auch eine Situation ändern, weil man kann natürlich... Ich denke mal, wenn man versucht, an einen ranzufahren oder spät zu bremsen,
kann man plötzlich vom Jagenden zum Gejagten werden. Da muss man immer. Aber so ist der Rennsport. Wer nichts riskiert, der kann auch nicht gewinnen. Und nicht jede Aktion kann gut ausgehen. Es ist einfach so. Auch dem besten Fahrer, man muss einfach immer versuchen, absolut ans Limit zu gehen. Denn das machen die anderen natürlich auch. Ich habe in diesem Zusammenhang mal, ich weiß nicht, ob das in einem Film oder in der Dokumentation war, den Ausdruck das kontrollierte Chaos an der Stelle gehört. Also dass das gerade den Reiz ausmacht, dass man da im Grunde genommen nicht alles kontrollieren kann, dass man zwar sehr viel versucht, Kontrolle auszuüben im Rennen, über den Rennwagen, über das Straßenhandling, aber dass im Grunde genommen da auch ein leichtes chaotisches Element drin ist, das man zu beherrschen versucht. Ja, man hat halt immer das unberechenbarste Element ist immer oder sind immer die anderen Teilnehmer. Das ist sehr oft in der Startphase auch so, wo man sagt, okay, ich will um die Meisterschaft fahren, ich bin jetzt irgendwie starte auf P5, P6, sieht eigentlich ganz gut aus, aber man denkt natürlich drüber nach, wer hockt da auf dem anderen Auto, wie könnte das sein, bin ich lieber innen, positioniere ich mich aus in der ersten Ecke. Aber natürlich hat diese Gedanken jeder von, sag ich mal, den 20 Fahrern, wenn 20 Autos am Start sind. Und jeder hat eine andere Idee und zum Schluss kommt eine Situation zustande, mit der man vielleicht überhaupt nicht gerechnet hat und dementsprechend Chaos kann entstehen, oder? Ja, da habe ich so manches GT Masters Rennen im Kopf, wo diese Situationen dann entstanden sind, ja. So, auf alle Fälle haben wir mehr Zuschauer als der Livestream von Sebring und das ist doch schön. Aber nur der auf Online-TV, ne? So die 3000, die ALMS erreicht hast, haben wir glaube ich noch nicht, oder? Ja, das sind ja gefakte Zahlen. Also, ich kann ja den RTMP-Stream gar nicht abfragen, also das stimmt überhaupt gar nicht, was die da kommunizieren. Naja. Gut. Ja. Okay, hier ist der Jaguar weiter in Führung. Jaguar ja leider ein Modell, was viel zu schnell aus der Riege der aktiven Hersteller verschwunden ist. Das hatten wir schon mehrfach. Und so wie es aussieht, nachdem man jetzt das ALMS-Programm eingestellt hat, auch gar nicht mehr im Motorsport präsent. Ronnie Hähnel mit dem BMW, 2 bis 3 Sekunden immer so dahinter, auf P2 und der Rickard Hels drin hält sich noch so halbwegs auf P3, aber der Matthias Leibold, der krebst sich da jetzt langsam. Der presst da richtig und wir haben ja dann auch noch den Thomas Wackerbauer, der scheinbar nicht ganz die Pace der beiden gehen kann. Also der ist ja eben sehr dicht rangekommen durch den Ausrutscher von Matthias Leibold, aber die zwei haben wieder ein paar, anderthalb Sekunden zwischen sich gelegt und jetzt gucken wir mal, ob der Leibold hier irgendwo eine Stelle findet. Vielleicht Dominik, ist es tatsächlich so, wie wir das hier empfinden, ist es sehr schwer, hier einen Punkt zu finden, wo man gut überholen kann? Oder typische Überholpunkte sind die eher selten hier auf der Strecke. Ist das richtig? Ist definitiv so. Also der beste Punkt ist eigentlich Ende, Start, Ziel. Wobei natürlich da auch das Risiko sehr hoch ist, denn die Kurve ist leicht überhöht. Aber jeder versucht natürlich so spät wie möglich zu bremsen. Und man weiß eben auch, wenn man da einen Angriff starten will aus dem Windschatten raus, die paar Meter zu spät gebremst und es gibt einen Kontakt oder man landet im Kiesbett. Also es ist definitiv eine Strecke, in der das Qualifying sehr wichtig ist. Mhm. Wenn man natürlich ein Auto hat, das auf der Geraden gut geht, kann man wahrscheinlich am besten auf der Startzielgeraden aus dem Windschatten zu überholen. So, jetzt aber Fehler hier von, und Leibold macht den gleichen Fehler hinterher. Und schlägt auch ein. Hm. Aber es war eher mehr ein Langschramm an der Bande. Also, Situation war, Helsen war leicht von der Linie abgekommen mit 2 Rädern im Dreck, konnte aber das Auto abfangen und Leibold ist die Linie hinterhergegangen. Das ist wahrscheinlich dann tatsächlich so, wenn man so dicht dran ist, man sieht nur den Vordermann, man geht automatisch die Linie mit, die der fährt. Mhm. Und der Spiegel ist aber noch dran, also kann ich so Spiegel, hart gewesen. Ja, naja, gut. Leider fallen die nicht ab. Ich glaube, sonst hätten wir hier fast in allen Rennen nach 2-3 Runden nirgendwo mehr Spiegel. Aber egal.
die, wie gesagt, Leibold hat es da ein bisschen heftiger erwischt, ist leicht ein. Es kann schon bei diesen Berührungen, weil wir ja relativ hohe Schadenseinstellungen fahren hier, kann das schon Schäden an der Aufhängung nach sich ziehen. Können wir natürlich jetzt hier so nicht sehen, werden wir aber an den Rundenzeiten sehen von Matthias Leibold, also abwarten. Dadurch jetzt der Thomas Wackerbauer im BMW Z4 auf Platz 4 vorgekommen und der Achim Krause, jetzt muss ich mal schauen, na, der ist noch ein bisschen weg vom Audi. So, was mich allerdings freut, ist Vortex Motorsport heute mal tatsächlich wieder, die haben ja, waren ja sowas von mit Pech beschlagen, weil das sind, ist eigentlich ein Team, die immer und überall relativ weit vorne mit dabei sind. Hier momentan auf Position 11 unterwegs. Wichtig ist, glaube ich, jetzt hier erstmal überhaupt weiterkommen oder das Rennen zu Ende fahren, weil mit zwei Ausfällen in zwei Rennen ist das natürlich schon extrem demotivierend und dass sie hier nochmal an den Start gegangen sind, fordert dann schon ein bisschen Achtung ab. Das muss man mal deutlich sagen. Wie sieht das mit unseren italienischen Freunden aus? Sind die, sind raus. Die sind raus. Oh, ne? Ja. Ja, also das hat das Problem hatte Ace Racing und Witchwood Racing, die sind beide in der ersten Runde mit Crashes, also nicht Auto-Crashes oder auf der Strecke, sondern mit R-Factor-Crash ausgefallen. Oh, das ist bitter. Ja. So. Ja, das ist natürlich auch immer die Sache, die Technik bzw. die Online-Verbindung hier soweit und auch die Konfiguration des Programms soweit intakt zu halten, dass man da im Grunde genommen immer ein sicher laufendes Programm hat. Es gibt, glaube ich, kein Thema im Simracing, was mehr diskutiert worden ist als die Bugs von R-Factor. Und ja, auch nicht kontroverser und keine Ahnung. Fakt ist definitiv, dass man hier niemals einen Grund finden wird, weswegen das jetzt so war. Ob das jetzt eine Kollision zwischen zwei Materialien der Autos war, also was da im Hintergrund wirkelt, oder ob es jetzt einfach ein Problem am Rechner war, gerade bei den Leuten zufällig. Keine Ahnung, das kann man wirklich so nicht mehr sagen. Wir wissen, dass die Mod jetzt funktioniert. Wir haben in Spa ein astreines Rennen gesehen mit allen Modellen, mit allen Sachen. Da ist nichts vorgefallen. Also von daher bin ich da relativ überzeugt, dass hier das eigentlich sauber läuft und dass das sonst was für Ursachen gehabt haben kann. Aber das werden wir sehen. Und wir haben auf alle Fälle noch relativ viele Autos hier im Rennen. Und was heißt relativ? Ich meinte das in der Relation zu unseren vergangenen Meisterschaften. Da war es ja dann zum dritten Rennen die Beteiligung schon eher deutlich geringer. Und wir haben noch über 20 Autos. Das geht einigermaßen. Genau. Ich auch. Ja, Dominik, welche Strecken in Europa, die du noch nicht gefahren hast, würdest du denn gerne mal in den nächsten Jahren unter die Räder nehmen? Sandford habe ich so gehört, dass, das ist, wäre zum Beispiel auch noch so ein Fall, ne? Ja, Sandford kenne ich schon, aber da, wie gesagt, eigentlich jetzt auf dieser Version, die aktuell gefahren wird, nur einmal, eben mit einem Cup Porsche. Das ist sicherlich auch mit den GT3 Autos nochmal eine etwas andere Sache. Für mich persönlich, also da gibt es einige Strecken, speziell in Italien und England. Ansonsten Spanien oder Portugal kenne ich einige, einfach bedingt dadurch, dass man da oder dass die Teams eben dort gerne hingehen, um im Winter zu testen. Und also speziell kann ich da eigentlich keine nennen, weil man kann eigentlich erst was über eine Strecke sagen, wenn man mal dort war, ja. Ja, so sieht das aus. Wie haben wir jetzt insgesamt das Feld zusammenliegen? Sonst sind wir keine weiteren Zweikämpfe, oder? Ich glaube, um Platz 12 und 13 wird es gerade im Augenblick ein bisschen interessant. Genau, das sehe ich auch gerade. Das da war ich eben die ganze Zeit schon drauf. Das ist Das war der. Ja, genau. Das ist RSA Racing, das Team 1, zusammen mit Racing Association hier im Mercedes. Und gucken wir mal, Mercedes gegen Ferrari hat ja auch irgendwie ein bisschen Brisanz. So die beiden Luden-Karossen. So. Naja, also ich bei mir fällt da immer die uralten 30er, 40er Jahre, 30er Jahre Duelle damals ein.
Und Mercedes also noch in der Formel 1 unterwegs. Nein, Ferrari war, gegen Ferrari war das damals nicht richtig. Nee, Mercedes Ferrari ist ja in den 50er Jahren gekommen. Erst in den 50er Jahren gekommen, ja. Stimmt. Ja, ja. Also das Nein. ist wahrscheinlich noch eine Geschichte, die erst noch geschrieben werden. Oh, und hier, sich aber oh Wahnsinn! Das ist ja bitter, das ist bitter. Racing Association, der Mercedes hier in Schlingern... jetzt im Grunde genommen einen Schaden erlitten. Also insofern, da hätte vielleicht der, wer saß auf dem Mercedes drauf, der Kevin Maas an der Stelle mal ein bisschen zurücknehmen müssen. Der konnte gar nicht machen. Der hat die Balance, der hat das Auto verloren. Der ist nur noch da hin und her geswitcht. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal im Replay an. Mhm. So, gehen wir mal zurück. Ja. So, komm mal hier nach vorne. So, und hier sehen wir das. Maas hier wirklich in Schlangenlinie, kommt hier links auf den genau und verliert das Auto dabei, versucht zu korrigieren, dass tatsächlich Dennis Erner hätte wahrscheinlich stärker bremsen müssen. Also das weil da hat es dann den Splitter ver... Ja, na, die komplette Front ist weg und ich glaube ein Aufhängungsschaden bei Racing Association immer am Mercedes. Ja. So, gehen mal wieder live. Die Herrschaften werden jetzt in die Box kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil mit dem Auto hier ist nicht mehr viel zu machen. Tja, das ist die Sache, wie ist der Mercedes ist viel weiter zurückgefallen, also das ist, das dürfte jetzt einige, ja. Ja, der hat noch definitiv hier einen Aufhängungsschaden, der hält sich auch schön in der Mitte, also möglichst fernab von der Ideallinie, also das ist entweder Reifen oder Aufhängungsschaden, ich würde mal eher auf beides tippen, hinten rechts. Naja, das dürfte ein bisschen längeren Stopp zur Folge haben. Das wird ein bisschen Reparatur. Ja. Tja, so schnell tut sich dann so ein Duell auflösen. Ja. Der eine kann gar nichts dafür und ja. Richtig. Ja, das ist aber. No. Also ich bin aber der Meinung, dass Erna hier hätte eventuell reagieren können, weil. Dieses Schlingern hat ja schon relativ zeitig angefangen. Also ich glaube, da ist er ein bisschen lange auf dem Gas geblieben. So, jetzt geht er hier in die Box. Alles ist schön. Das hätten wir jetzt erstmal gelacht. Jetzt gucken wir mal wieder nach vorne zu Matthias Leibold auf die Position 5, so man uns die gibt. Hallo Regie. Ja, dankeschön. So, genau, der versucht hier nach wie vor... Nee, Moment, Wackerbauer ist vorbei. Wackerbauer ist vorbei an Leibold, das haben wir irgendwie verpasst. Finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich, weil Leibold eigentlich hätte die Pace gehabt, da... Ach nee, Quatsch. Das hat sich schon vor einiger Zeit ergeben. Genau, das war die Szene, genau. Wo er da abseits der Strecke war. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, Rickard Hilzen jetzt 10 Sekunden hinter dem Führenden und Ronny Hähnel 4 Sekunden hinter dem Führenden. Also, das... ist jetzt hier sicherlich dann, ja, wird sich, da ist jetzt ein bisschen die Brisanz raus. Jetzt haben wir ein typisches Langstreckenrennen, so wie der Harald das immer möchte. Da passiert nämlich, aber ich sehe gerade auf Platz 13 ist es nochmal richtig verdammt eng. Was ist denn das? Der fährt weiter? Nee. Jetzt hat er die Boxeneinfahrt verpasst, oder wie? Nein. Er ist jetzt gerade in die Box rein. Ah, okay. Boah, war ich erschrocken. Okay. Der fährt echt weiter. So, das sind zwei Teams, die wir jetzt leider aus dem Kampf um den Sieg beziehungsweise um die vorderen Punkterenne sich wahrscheinlich verabschieden. Beziehungsweise da muss man jetzt darauf hoffen, dass man ja doch noch weiter im Grunde genommen das Rennen aufnimmt, um im Falle von Ausfällen, technisch bedingten Ausfällen anderer Teams, dann da die Punkte abgreifen zu können, weil hier kommt ja oder halt strategisch irgendwas machen, was die Boxenstopps betrifft. Also wir werden sehen, ob da irgendwas geht. Das ist der Der Boxenstopp jetzt kommt natürlich zum arg frühen Zeitpunkt. Also da jetzt noch großartig was umzustellen, würde ich bezweifeln, dass das was bringt. Aber versuchen wir mal auf alle Fälle. Teams kalkuliert, mit wie vielen Boxenstopps werden die hier? Also 35 Runden geht ein Tank. Ein Tank geht 35 Runden. Das sind dann also 4 Stints, die gefahren werden müssen. Hm? So, naja, grob, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, also ich wollte mich nur jetzt nochmal verabschieden. Ach, Mensch. Ich habe leider nicht den ganzen Abend Zeit. Keine Ursache, Dominik. Ich hat mir schon gedacht, das ist schon recht lange, wo du dabei bist. Also, ja, also ich bin, es ist mir auch nicht langweilig geworden. Also es ist eine hochinteressante Sache. Ich bin ja zum ersten Mal jetzt wirklich relativ lange dabei. Ich habe öfters mal zwischendurch reingeschaut
Und ja, ich, wenn es mal wieder passt und ich die Zeit habe, bin ich gerne wieder dabei. Und ja, okay, super, vielleicht irgendwann sogar mal als Fahrer. Ja, Dominik, das ist noch ein sehr weiter Weg, ja. Also da macht ja mit dem Marc Henrizzi hast du ja den besten, genau. Den besten Partner, der dich da in die entsprechenden technischen Gegebenheiten einführen kann. Wir haben ja vor, das nächstes Jahr bezüglich der Teilnahme der professionellen Fahrer noch ein bisschen aufzubohren. Also da bist du natürlich erst herzlich eingeladen, wenn dich das interessiert. Und bekommst auch alle mögliche Unterstützung, das sei dir sicher. Ja, das ist schön zu hören und so wie ich jetzt rausgehört habe, Harald, wir sehen uns ja bald. Ja. Und ansonsten schaue ich immer auf deiner Seite vorbei, um zu sehen, was die anderen so machen, ja. Okay, alles klar. Ja, dann danke an Dominik Schwager nochmal von unserer Stelle hier, dass er für so lange Zeit Rede und Antwort gestanden hat auf die Fragen und es war für ihn auch kurzweilig und wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall für das GT Masters Engagement, das da jetzt demnächst bekannt gegeben wird. Ich denke mal, das wird eine hochinteressante Sache auch werden in Bezug auf die Meisterschaft. Ja, vielen Dank und hallo? Ja, aus der Sim Racing Community und ich freue mich natürlich auch immer, wenn mal jemand in Fahrerlager vorbeischaut. Es ist ja alles etwas zugänglicher wie in der Formel 1. Da kann man schon mal zum Fahrer hingehen und irgendwas fragen. Ist kein Thema. Da kannst du dich aber drauf verlassen. Also hundertprozentig. Okay, alles Dominik. Klar, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis demnächst. Alles ja. Klar. Dir viel Erfolg, mein Lieber, und vielen, vielen Dank für dein Hiersein. Ja, danke. Okay. Danke, ciao. Tschüss. So, Harald. Jetzt, ja, Lutz. Jetzt sind wir hier ganz alleine. Jetzt, Mensch. Ich guck mal, ob wir vielleicht noch jemanden finden können. Moment, jetzt. Naja, dann warte doch mal. Erstmal lass uns mal kurz ein bisschen Rennen machen, wenn das möglich ist. Also wenn der jetzt schon wartet. Ich weiß ja, wen wir noch in petto haben. Aber steht er schon Gewehr bei Fuß oder... Ich bin gerade am Gucken, sehe den aber jetzt hier direkt noch nicht. Lass mich mal kurz checken. Nein, im Augenblick noch nicht. Gut, dafür haben wir hier ein sehr, sehr spannendes Duell, weil Matthias Leibold ist jetzt wieder dran an Thomas Wackerbauer. Also das könnte hier nochmal ziemlich heiß werden. Da hinten auf Platz 6, die X-Factor-Leute, die haben sich so scheinbar so ein bisschen aufs Ziel gesetzt, wenigstens 10 Kilo abzubauen. Und wahrscheinlich nochmal auf Nürburgring sich nochmal 10 Kilo, weil dann sind sie einigermaßen gerüstet mit ihren jetzt 30 Kilo. Mit 10 Kilo kann man auf die Nordschleife gehen. Und weil das sind ja die Jungs. Oh, jetzt kommt hier der Angriff. Oh, was? Das ist nicht die Art und Weise, wie man sich vorbei... Okay, ist natürlich schwierig, weil das ist jetzt ein klassischer Unfall in der Tarzan-Bucht. Er macht es auch ganz fair und lässt den wieder vorbei. Genau. Weil das ist so immer die kritische Sache. Du hast halt nur wirklich eine Stelle, wo du auf der Bremse überholen kannst. Und diese Kurve, die ist nicht ohne. Die hat Neigung, die hat die macht hinten noch zu. Da hat man sich ganz schnell vertan. Und wie oft habe ich das in Rennübertragungen aus Sandford gesehen? Das ist der klassische Unfall, der sich in der Tarzanbucht ereignet. Da will einer ausbremsen und überbremst und fängt dann an zu rutschen und dann reißt es im Grunde genommen mehr als ein Auto raus. Ja. Nee, das ist ja jetzt hier auch nochmal gut gegangen, wobei ich auch sage, jetzt gibt es aber hier nochmal einen Angriff, jetzt außenrum. Das dürfte aber eher weniger erfolgreich sein. Also ja. Leibold jetzt hier klar mit der besseren Performance. Das ist natürlich immer, ich gehe mal davon aus, dass Wackerbauer ihn nicht gesehen hat, weil Wackerbauer hat wirklich die Tür zugemacht und das hätte der nicht getan, wenn er gesehen hätte, wie weit der Leibold schon neben ihm ist. Also der hat das einfach nicht gesehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, das denke ich mir auch. Also böse Absicht wird hier keiner dem Andreas unterstellen wollen. Wie gesagt, es ist der klassische Unfall in der Tarzanbucht. Und du hast auch sonst auf dieser Strecke, das stimmt, die ist in der Hinsicht ein bisschen kritisch, keine großartig weitere Überholmöglichkeit. Es ist wirklich nur jetzt hier am Ende der Start und Ziel, wo die meisten Leute versuchen, hier andere auszubremsen. Und ansonsten ist es ein Kurvengeschlängel, innerhalb dessen du auf Fehler achten kannst, deiner Gegner, aber wo du nicht wirklich eine Bremskurve an der Stelle hast. Also das ist, da wird
ist vielleicht auch noch ein bisschen Umbaubedarf bei der Strecke, weil es gibt nur zwei zusätzliche Stellen, wo vielleicht, aber da muss der Gegner auch im Grunde genommen im Zuge von Fehlern mitspielen, wo du vielleicht noch einen Angriff lancieren kannst. Da kommen wir jetzt gleich zu einer Stelle zu. Hier erstmal, das ist ein Geschlängel im Grunde genommen wie auf der Nordschleife, da geht gar nichts, also da geht es höchstens schief. Hier am Ende dieser Strecke, da diese Kurve, da gab es kann es schon mal vereinzelt Überholmanöver geben. Und dann hast du jetzt hier auch wieder ein Kurvengeschlängel, wo du darauf hoffen musst, dass der Gegner einen Fehler macht, damit du dich dran manövrierst. Am besten noch hier einen Fehler. Und hier ist im Grunde genommen so eine Art Gegengerade. Und die führt auf dieses Audi S, wie es heißt, glaube ich, drauf. Ja, die Audi S-Bocht. Hier. Und da, wenn sich da einer vertut, dann ist der auch ganz schnell auf dem Rasen oder auf dem Kies und dann hast du da eine Möglichkeit vorbeizugehen. Da hinten am Ende dieser kurzen Gerade geht es eigentlich gar nicht, weil weil der sehr schnell eingelenkt wird und da die Autos kaum bremsen. Ja, da geht es in diesen großen Bogen. Ja, die ganze Strecke ist ja relativ Highspeed, also das muss man ja, das ist halt immer so. Also wir hatten ja auch das Phänomen, oder ich glaube Oschersleben ist ja ähnlich schwierig. Da hat man ja nun mit der Startkurve oder mit der Kurve nach Start und Ziel da irgendwie versucht, eine zusätzliche Überholmöglichkeit zu schaffen. Ob das jetzt so gelungen ist, weiß ich nicht. Also zumindest bei uns im Simracing hat es eher dazu geführt, dass jetzt wenigstens der Start einigermaßen gut läuft. Aber ja, und natürlich, ups, und das so passiert's. Jo. So passiert's. Und Fehler von Wackerbauer und jetzt ist Leibold wieder auf 4. Und er kommt direkt unter Druck des nächsten BMWs, nämlich den von Jörg Lang. X-Factor Racing. Nee, da ist jetzt momentan Achim Krause momentan im Auto. Genau. Mhm. So, und der macht natürlich jetzt hier sein Späßchen, keine Frage. Jetzt ist natürlich die, wäre es natürlich sicherlich mit dem Alpina hier, der dürfte vielleicht einen größeren Vorteil haben aufgrund des langen Radstands, weil das macht sich hier schon bemerkbar und dass er nicht ganz so unruhig liegt. Also ein großes, schweres Auto. Auch mit Kompressormotor, genau. Nicht mehr, stimmt. Nee, nee. Die sind ja mittlerweile umgebaut worden. Also die ersten Alpinas hatten noch den Kompressormotor, aber ich glaube vor 2 Jahren hat man dann angefangen, einen normalen Sauger da reinzubauen. In die Autos. Alpina ist ja leider Gottes nie so richtig viele Autos davon losgeworden. Ich glaube, insgesamt sind 5 oder 6 Rennautos gebaut worden. Ist eigentlich schade, wenn man sieht, wie gut das Ding performt. Ja, also statt McLaren solltest du dir lieber so ein Alpina zulegen. Genau. Da bist du ungefähr bei derselben Preisschiene, kommst vielleicht noch ein bisschen günstiger weg, hast aber mit Sicherheit ein Auto, was auch richtig gut funzt. Ja, richtig. In der GT Masters waren sie auch ausnehmend erfolgreich, das kann man ja nicht anders sagen. Ja, mit einem Meistertitel, den man jetzt schon mal hat, also in einer der umkämpftesten Meisterschaften GT3 weltweit. Mhm. Das ist auch der Grund, warum das GT Masters jetzt so einen Zulauf hat und die GT1 und GT3 Weltmeisterschaft nicht, beziehungsweise GT1 Weltmeisterschaft und GT3 Europameisterschaft. Ja. Dort hat man sich versucht, oder hat der Stefan Rattel versucht, einen Kundenkreis sich zu erschließen, der sich hauptsächlich bei der GT3 auf Privatpiloten bezieht, was aber im Rahmen einer Europameisterschaft, naja, ob das Sinn macht, muss man da fragen. Da ist also die Blancpain-Serie mit Sicherheit sicher besser aufgestellt. Und mit der GT1 Meisterschaft, die jetzt auf Basis von GT3 gemacht wird, gut, da hat man die fahrerische Klasse theoretisch da. Man hat aber nicht diesen breiten Kundenkreis an Teams, weil so 2-3 Millionen Euro für so eine Show an Sprintrennen auszugeben, du findest im Sportwagenbereich schlichtweg die wirtschaftliche Basis nicht, um das zu machen. Ja. Der Sportwagenbereich wird sehr stark von den Privatiers bestimmt. Das heißt, diese Autos, die du da hast, das sind die gehören meistens irgendwelchen reichen Investoren, Sammlern oder sowas. Gerade bei Ferrari, Lamborghini, McLaren ist das so ein typisches Sammlerauto. Das sind typische Sammlerautos und die sagen dann irgendeinem Rennteam, hier, seht mal zu, dass ihr mit dem Ding ein paar schöne Rennen fahrt und nach Möglichkeit auch Siege einfahrt.
Und dann gibt es da einen breiten Kundenkreis auch an betuchten Privatiers, die sich halt leisten können, bei so einem Brancpain-Wochenende zum Beispiel mal ebenso für 50.000, 60.000 Euro auf den Kopf zu hauen und sich da halt einen Paraplatz drin zu kaufen für dieses Wochenende. Das macht dann über die Saison 200.000, 300.000 Euro aus. Gut, das hat unser Eins vielleicht nicht gerade für den Urlaub zur Verfügung, die Jungs schon. Und die machen aber damit im Grunde genommen eine richtig gute Show und das kommt ja auch sehr gut an, wie man sieht, mit den 50 Autos. Beim ADAC GT Masters sind die Einsatzkosten Tick geringer, allerdings nicht mehr so. Dort ist aber eine durch die extrem gute Vermarktung, die das Masters hat, jetzt über Kabel 1 und über den ADAC und dadurch, dass es in Deutschland jetzt doch also sehr gut angenommen worden ist, habe ich nicht geglaubt mit der starken Konkurrenz durch die DTM. Wir haben einen Disconnect und der betrifft eins unserer Lieblingsteams, mein Lieblingsteam zumindest. Ja. Sehr schade. Okay, das war der Christoph Weber da drauf. Genau. Ist unser erster Disconnect, den wir während des Rennens haben, ne? Naja, also wie gesagt, wenn wir jetzt mal die beiden Crashes von Witchwood und Ace Racing rausnehmen, ja. Okay, ist natürlich schade. Gerade Witchwood hätte ich jetzt gerne nochmal hier erlebt. Die Jungs waren damals im ersten Rennen also sehr gut, sollen sich nicht entmutigen lassen. Ich hoffe, dass wir die im, am A1-Ring oder zumindest auf der Nordschleife wiedersehen. Also ich gehe mal davon aus, die Nordschleife werden sich nicht entgehen lassen. Ob sie jetzt für den A1-Ring nochmal trainieren, das werden wir erleben. Werden wir. Müssen wir abwarten. Okay, gut. Die ja, und das GT Masters ist halt so dermaßen gut vermarktet, dass du hier auch mit einer... Und von vornherein hat das GT Masters auch auf ein hohes fahrerisches Level geachtet. Während in der EM nur Privatfahrer zugelassen waren, dürftest du durchaus mit einem reinen Profi-Duo im GT Masters schon von vornherein antreten. Dem sind auch die Erfolge von dem Dominik Schwager geschuldet, weil der hatte als Teamkollegen keinen geringeren als den Klaus Ludwig, den ich hier, glaube ich, auch nicht vorzustellen brauche. also das Ganze hat man dann irgendwie so gelöst, dass man den Dominik als Silberfahrer und den Klaus Ludwig als Goldfahrer oder umgekehrt eingestuft hatte. Oder Dominik, glaube ich, als Silberfahrer, ja, als ehemaliger Honda, ja, Semi-Werkspilot. Der Super GT war das eigentlich auch schon eine ziemlich mutige Entscheidung. Nichtsdestotrotz haben die natürlich alles in Grund und Boden gefahren bei den Rennen. Und du hast halt hier ein sehr hohes fahrerisches Level. Du kannst theoretisch zwei Ex-Formel-1-Fahrer auf ein GT Masters-Auto setzen. Das darfst du in der EM nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das in der FIA GT1 Weltmeisterschaft ist. Ich glaube, da ist es mittlerweile zulässig, obwohl man am Anfang sich das auch ein bisschen anders vorgestellt hatte. Ja, es ist, man kommt hier sehr schnell auf das Gras, sehe ich hier. Das ist, und dann hat man schnell 50 Meter Anschluss verloren. Ja. Dann müssen wir mal, wollen wir hoffen, dass sich das Feld da nicht allzu sehr selber dezimiert. Na, dezimierend ist es weniger, aber es ist verdammt weit auseinandergezogen. Wenn wir da mal so an Spa zurückdenken oder gar auf den Sachsenring, da hatten wir doch deutlich länger viele, viele Zwei- und Mehrkämpfe. Also von daher bin ich da momentan ein bisschen, ja, aber gut, nichtsdestotrotz, zum Ende wird es natürlich wieder verdammt eng. Das weiß ich nicht. Die Strecke ist selektiv, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, weil hier darf man sich keinen kleinen Fehler erlauben. Das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach gesehen, was dann da passiert. Und sie ist auch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen, ja, sportlich modelliert. Also so viele, die Autos sind auch auf der richtigen Sandfortstrecke richtig am Tanzen. Am Hüpfen sind sie nicht, aber das, ich glaube, da muss man auch sehr ins Detail gehen, was diese Sprungkuppen und so weiter anbelangt, ne? Ja. So, ja gut, also die Fahrer haben sich, oder die Teams, sagen wir mal lieber, die haben sich schon so ein bisschen über die Huppelei hier beschwert. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, dass wir ganz oft schon, ich sag mal, viele weinende Teams hatten, wenn mal irgendwo eine Bodenwelle kam. Und somit haben wir gesagt, okay, das gilt erstmal für alle. Das Ganze ist einigermaßen ja anspruchsvoll zu fahren, weil halt, ja gut, da muss man ein bisschen Setup-Arbeit leisten. Die meisten haben es ja auch hinbekommen. Und wir werden mal schauen, was hier jetzt im Großen und Ganzen am Ende stehen wird, wie viele Ausfälle und wie viel davon tatsächlich auch durch
durch die Strecke, also durch Unfälle, durch Fahrfehler oder wie auch immer, oder streckenbedingte Fahrfehler, dass man eine Situation falsch eingeschätzt hat, entstanden sind. Das gibt natürlich dann auch nochmal ein bisschen so den gewissen Reiz, sag ich mal, dass man da also wirklich auch aufpassen muss. Die Strecke verzeiht nicht so viel wie andere. Richtig. Man sieht auch teilweise die Leitplanken ein bisschen nah dran. Aber gut, das ist, da muss man, das,